Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge. Wir machen gleich weiter. Call of Duty Black Ops 4 Zombie-Modus. Das war die erste Folge. Da seht ihr die beiden Karten. Aber ich glaube, es gibt mehr Karten. Auch ohne den Season Pass. Oder wie man das jetzt hier nennt. Das ist aber intensiv und schnell. Das ist einfach, glaube ich, für höheres Level. Und das ist hier klassisch. Ja. Das habe ich schon let's played. Aether. Und die letzte, das ist angeblich nur eine Karte. Ja, und hier Voyage of Despair. Das war jetzt die letzte Folge. Und hier gehen wir gleich rein. Herkules Arbeit. Mal gucken, was das ist. Spießrutenlauf, rundenbasierte Regeln und Herausforderungsmodus. Müssen gekauft werden, um dieses. Ach so. Schade. Inhalt zum Herunterladen müssen gekauft werden, um dieses zu spielen, ja. Schade. Was haben wir denn hier? Einfach. Ach so. Dead of the Night. Moment. Nee, Blood of the Dead. Wir haben hier noch mehr. Was ist das? Überlebensmodus. Hier ist Blood of the Dead. Das ist aber Hardcore. Das sind Inhalte zum Herunterladen, ne? Sonst wird es ja nicht so grün angezeigt werden. Achso, das kann man hier festlegen, den Schwierigkeitsgrad. Einfach haben wir noch gar nicht gespielt. Wir haben auf normal gespielt. Hardcore gar nicht. Und realistisch ist natürlich richtig böse. Und dann würde ich sagen, machen wir natürlich auf einfach. Weil wir sind ja erst Level 4. Gut. Spießrutenlauf geht. Doch. Unsinkbar. Geht. Veni Vidi Zombie geht auch. Hölkertrass auch. Dann irgendwann, wenn ich den günstig bekomme, hole ich mir den Season Pass auch auf jeden Fall. Das Spiel sehr günstig bekommen. Im Bundle. Mit anderen Spielen noch zusammen für monatlich 12 Euro. Da muss ich dann auch zuschlagen. Ist aber alles legal. Also das, die Seite nenne ich jetzt nicht, könnt ihr euch ja selbst informieren. So, aber wir wollen jetzt erstmal, weil wir haben jetzt eine Waffe freigeschaltet. Ne, so nicht. So. Na, die haben wir. Moment. Da müssen wir woanders rein. So müssen wir das machen. So. Den Schwertfisch haben wir freigeschaltet. Müssen wir bloß noch ausrüsten. Dauerhaft freigeschaltet. Aha. Dauerhaft. Die nicht, oder was? Das werden wir sehen. Ich weiß es noch nicht. Die schalten wir als nächstes frei. Wir müssen sie wohl erst einmal gespielt haben, diese Schwertfisch. Und dann, ja, werden wir schon sehen. Noch kenne ich mich ja nicht so aus. Belohnung. Identität. Ja. Erfolge. Mein Zuhause ist die Arena. Überleben Sie Runde 9 bis Runde 20, ohne ein Tor zu öffnen. Ja, das wird alles. So. Ja, Klasseneditor ist natürlich. Kennt man. Extras. Startwaffe hier. Ja. Geht momentan wohl noch nicht anders. Sekundär, doch. Vielleicht schon.
Nee. Aber die haben wir ja dauerhaft. Und die andere. Oder anpassen. Leistung. Jede Waffe. Ach, mit der sind wir Level 3. Lernt man immer weiter. Erreichen Sie 50 Volltreffer mit. Ja, mit ihr jetzt hier, ne? Oh, das dauert aber. Boah, 2400 Treffer. Ja. Schade, dann können wir wohl. Gut, ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Das werde ich mir auf jeden Fall alles nochmal zu Gemüte führen. Berserker. Beschützer, ne? Ja, also wir werden erstmal hier auf Beschützer bleiben. Ja. Ab Level 14. Gut. Dann werden wir jetzt mal was ausprobieren. Und wir spielen auf dem allerniedrigsten Grafik. Level, aber es sieht immer noch sehr gut aus und jetzt läuft es auch absolut ruckelfrei. Liegt aber an den 8 GB RAM. Sonst nicht. Ich habe eine GTX 1080 drin und auch der Prozessor ist auch noch schnell genug. So. Muss ich kurz noch überlegen. So, dann gehen wir auf klassisch. Ja, das ist aber wahrscheinlich, dann spielen wir alleine. Ich weiß es nicht. Werden wir mal testen. Mit denen nämlich hier auf normal haben wir immer gespielt. Jetzt gehen wir mal auf einfach. Und ruhig nochmal Voyage of Despair. So. Ja. Da ist ein Dolch. Das müsst ihr. Ach, Solo-Spiel. Ja, das ist das Problem. Kann man natürlich auch machen. Das heißt Solo-Spiel. Das kann man denn natürlich auch mit Freunden machen, indem man ihn hier einlädt. Ne? Ja. Nee, dann geht das leider nicht auf einfach. Komm her jetzt hier. Ja, ist ein bisschen wenig. Wir werden mal gucken, ob wir wieder hier auf dem Schiff landen. Rausch machen wir auf jeden Fall nicht, weil das ist viel zu schnell für den Anfang. Ja, und hier bräuchte man jetzt leider schon den Season Pass. Ich weiß nicht, was der kostet. Werde ich mich nochmal informieren. Gut, nehmen wir noch mal das. Unser Charakter sieht immer irgendwie ein bisschen anders aus. Wonach sich das richtet, weiß ich nicht. Vielleicht nach dem Level. Ja, gesundheitstechnisch, ich habe mir 180 Kapseln und 180 Kapseln einmal OPC geholt. Und Vitamin C zusammen. OPC könnt ihr ja mal googeln oder bei YouTube eingeben. OPC. Gibt ja auch den OPC Franz. Aber von dem habe ich das nicht. Ich habe mir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geholt. Das gibt es schon seit 1991. Das ist das Extrakt aus den Traubenkernen. Könnt ihr euch ja mal informieren, wie gesagt. Und in Kombination mit Vitamin C wirkt Vitamin C nochmal 10-mal stärker. Und das habe ich aus der Bio-Acerola-Kirsche. Kostet beides zusammen. Eine Packung OPC kostet 20. Und eine Packung Vitamin C auch 20, also 40 € in 3 Monaten. Und zusätzlich habe ich mir noch ein ganzes Kilo MSM geholt. Das ist organischer Schwefel. Könnt ihr euch ja mal informieren. MSM. Dann nehme ich aber auch noch Sango-Meereskoralle. Könnt ihr euch auch mal informieren. Da hat man genug Calcium und auch genug Magnesium. Und noch 70 andere Mineralien.
Ja, und dann nehme ich noch Spirulina. Spirulina muss man aber auf die Qualität achten. Ja, da sind ganz viele Nährstoffe drin. Zum Reinbringen, und Chlorella ist das Gegenteil zum Rausbringen der Schadstoffe. Befasse mich jetzt schon 1,5 Jahre mit Gesundheit. Hab mir auch ein Buch gekauft mit über 800 Seiten. Mhm. So, er hat schon wieder Bock. Dann geht das los. Na? Ah, geht gleich los. Da kann man jetzt auch gesundheitstechnisch mehr leisten, weil ich jetzt fast nur noch dampfen tue. Und 30 Zigaretten runter auf so 10 Zigaretten am Tag. Wird aber auf Dauer noch weniger, also so 5 oder so. Ach, es ist auf einmal nicht mehr bereit. Teddy. Gucken wir mal hier ins Labor. Weiß ich nicht, was das ist, was das bringt. 3 zufällige Elixiere und eine Chance auf ein Talisman. Und wir haben 116. Seltener oder 75, ne? Seltenes oder besseres Elixier. 2 zufällige Elixiere und einen garantierten Talisman. Ja, dann warten wir, bis wir 75 haben. Ach, wir haben doch schon 110. Ja, dann ziehen wir durch. Bin mal gespannt. Geil. Episch, Partygäste, legendär und Totenlauf. Episch, Regentropfen, Sparsamkeit. Gut, das haben wir. Ach, es ist ja wieder rausgegangen. Ja, wohl keine Geduld gehabt. Erreichen Sie Runde 15 im tägliche Stufensprung. Klassischen Spiel. Ja, das ist mir zu viel jetzt. Also das kann ich ja auch nicht alles let's playen. Ich muss das ja auch alles hochladen. So, wollen wir mal sehen. Ob wir jetzt bald einen Kollegen hier bekommen. Sonst gehen wir nochmal raus und wieder rein. Ich glaube, das ist auch besser so. Kurz raus. Gehen wir hier nochmal auf. Ja, wir können das, die Schwierigkeit nicht ändern. So. Ja, und das auf der riesengroßen Map. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Das werde ich euch natürlich in der nächsten Folge dann auch mal zeigen. Mhm. Ich könnte das ja vorspulen, wie gesagt, die Wartezeit. Suche wird ausgeweitet. Ja, und schon hat man einen. Was? Ach, sehen wir aber auch immer ganz anders aus. Ach, der hat die Karte geändert. Sehe ich gerade. Na gut. Kann er ja machen. Thank you.
gehen wieder auf Beschützer. Ist das gespeichert? Ja. Oh, gleich zwei. Ja, wunderbar. Einer ist Level 2. Warten wir mal, bis sie selber bereit sind. Ah, 4. Geil. Ja, da sind wir ja wohl bereit, oder was? Das ist eine ganz andere Karte. So. Nur noch der Murderies. Na? Komm mit. Ich glaube, der muss mit. Ein geiles Bild hier. Und ich werde heute auch mal wieder was anderes zocken für euch, was ich längere Zeit schon nicht mehr gezockt habe. Mal gucken. Gibt noch eine Menge. Besondere Grüße gehen raus an den Supporter hinter meinem Kanal. Herzlichen Dank für alles. So. Gucken, welche Karte das ist. Vielleicht war es keine so gute Idee, auf irgendwelche mysteriösen Stimmen in einer Höhle zu hören. Das ist die allererste Karte. Ah, geht das jetzt hier auf... Ja, das geht jetzt schon schneller zur Sache. Das ist wieder der Rush-Modus. Ja. Das Feuer des Ra wurde eingefordert. Wir müssen jeden Quadratzentimeter durchsuchen. Ich will keine Sekunde länger in dieser vollgekotzten Arena verbringen als absolut notwendig. Die Leute wurden nicht ruhig gestellt wie die armen Seelen auf unserer letzten Reise. Dafür muss es doch einen Grund geben. Hey! Weg da, weg da! Oh, das war knapp. Müde auch Kididon. Ist besser. Ich wünschte, das Orakel... Das Feuer des Odins wurde eingefordert! Aber geheimnisvolle Frauen sind so attraktiv. Fällt eigentlich sonst geheimnisvolle Frauen sind so attraktiv. Ich meine, ernsthaft. Ich fühle mich wie so ein keltischer Barbar. Kaboom. Scheiße. Ich müsste so gut für dich selbst sowas bauen. Ah, der ist da hinten schon hingegangen. Bleib mal lieber bei unseren Kollegen hier. Na, das werden wir, glaube ich, nicht lange durchhalten. Ach du Schande. Eine Flammenfalle. Gefällt mir. Es verleiht dieser gefährlichen Situation ein Element der... Na, schön wegbrutzeln. Oh, 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 oh. Irgendwas schützt diese Dämonen vor dem Feuer. Ich kenne Typen, die dafür bezahlen würden. Ein Anwärter fordert die Streiter des Rats heraus. Ich werde es zusammenfalten und es ihm ins Maul stopfen. Vielleicht erstickt er dran. So die... Ein
noch größerer Gladiator? Vielleicht hatte Diego recht. Vielleicht werden sie wirklich nicht noch das. Oh, 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 oh. Komm weg da. Oh, schade. Aber Level 5 sind wir jetzt. Ah, die werden uns schon wiederbeleben. No, Monsieur. Heute wird nicht gestorben. Komm her. Das war sehr rücksichtsvoll von dir. Herzlichen Dank. Wieso? Wir sind die besten Freunde. Verdammt, Bruno. Deine Freunde verlassen. Ich wundere ein bisschen, wie gut funktionieren. Bau ab, Mann! Bonuspunkte! Keine Sorge, ich gebe sie nur. Du überraschst mich immer wieder. Die Streiter des Ra wurden erlegt. Nochmal neue Muni. Geiler Sound, der Waffensound. Ihr Schrei, Else, wollt mich provozieren. Und es funktioniert. Assieds-toi, du Pisser. Du Pisser. Level 6. Dieser eilige Baum muss respektiert werden. Der Zorn einer Mutter ist eine schreckliche Sache. Ein Anwärter fordert den Streiter der Tanu heraus. Wir werden wieder überrannt werden, wenn das keine Vorbereitung treffen. Oh, da ist einer gestorben. Der Streiter der Tanu wurde erlegt. Öffnet euch dem Licht, ihr elenden Kreaturen. Okay, Großer. Gehen wir wieder an die Arbeit. Maximale Munition. Ja, klar. Bonuspunkte. Ja, mit gute Teamspieler. Geht das auch auf diesem Spielmodus? Oh, gut. Der ist nicht explodiert. Bei Faulgasen weiß man nicht. Bonuspunkte. All das Blut, die Enthauptungen, die Zerstückelungen. Das weckt doch sicher viele Erinnerungen, nicht wahr, Bruno? Die Gewalt aus meiner Familie. Alter! Insta-Kill. Ja, dann einfach mal, haben wir mal so einen Drink genommen. Du bist ein echter Testament, Monsieur de la Croix. Nice. Aber auch mehr Schusskraft. Deine Wunden kann ich heilen, aber du musst mir schon helfen, deinen fetten Arsch hochzuhieven. Fetten Arsch. Doppelte Punkte. Jawohl. So, Arena Stufe 8. Verlust, Strahlkotzen, Durchfall und Schlafstörungen. Man kann die Blutgier im Tausend des Publikums hören. Sie lieben es. Ah, Brot und Spiele, ne? Das ist nur eine große Orgie für sie. Wie im Kolosseum. Früher in Rom. Mein Dicker oder was? Oh, ich verstehe dich. Tut mir leid, so. Deine Ausdrucksweise ist hin und wieder erwähnt. Ja, ihr Bösen. Doppelte Punkte. Komm! Schmeckt wie Cognac.
Ah, die Bombe. Turmbombe. Oha, der Schreier, wa? Die hat einen geilen Sound, die Waffe, Alter. Ab 10 wird's bestimmt richtig böse, also. Erstmal neue Money. Ja. Zeigt ihnen keine. Oh, aua. In Ordnung, Kolosseum. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ach du Schande. Ich werde das Dschungelbuch nie wieder so leben. Ich würde gerne mit ihm reden. Tiger, keine Löwen. Derbe. Hey, ich weiß, wie wir uns diese Tiger vom Leib halten. Wir brauchen nur eine riesige Schüssel voll. Alter, wie viele sind das denn, Alter? Oh, das war gut. Stinkt nach menschlicher Überheblichkeit. Nice. Läuft butterweich jetzt auf niedrige Grafikeinstellung. Und es hat sehr gute Grafik immer noch. Auch auf niedrig. Maximale Munition. Während der Revolution haben wir Kochtöpfe, Besteck und sogar Bratpfannen eingeschmolzen, um Kugeln daraus zu machen. Dies sollte man allerdings vorher gründlich reinigen. Du bist doch Experte für antikes Sprachenshow. Sind dir bei unserer Ankunft die in den Boden geschnitzten Inschriften aufgefallen? Um ehrlich zu sein, hat mich das gewaltige okkulte Ritual um uns herum ein wenig abgelenkt. So, was passiert jetzt? Immer noch Level 10. Verdammte Boden! Erstmal was trinken. Ausgebrannt. Was? 57 Kilogramm Knochen und Knochen! Bonuspunkte. Oh. Okay. Nur ein Feigling. Ein guter Mitspieler. Bam, 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 dieser Sound, Alter. Geht ab, ey. Seht mich an, ich bin ein Gladiator. Ich hab fast keine Munition mehr. Keine Sorge. Phantasma wird sich um mich kümmern. Uns verbindet etwas Besonderes. Glaub mir. Oh, einer ist tot. Da müssen wir jetzt schnell hin. Keine Munition mehr. Engel, meine Liebe. Level 6. Es ist peinlich, dass ich mir eine Munition kaufen muss. Normalerweise ist Phantasma hilfsbereiter. Du trägst mehr Make-up als sonst, Scarlett. Wenn ich ehrlich bin, lenkt das nur von deiner natürlichen Schönheit ab. Schönheit. Deine Meinung interessiert mich nicht, Diego. So. Weg hier. Und schnell zu unseren Kollegen. Na? Die Orten runter, ne? Hoffentlich ist der leer. Wir hoffen schon mehr als genug. Ein Anwärter fordert die Streiter des Zeus heraus. Auf engem Raum ist immer gefährlich. Kopfschuss. Ein Anwärter fordert den Streiter des Odin heraus. Und so wurde die zurück durch die Oh, das ist ein kleiner Frechdachs. Die Reichtümer der Geschichte erforschen, nur um wieder einmal miese Baujobs zu machen. Na, kurzer Ruckler.
Na komm. Hol dich. Zur Arbeitsspeicher. Oh, das ist aber ganz böse hier. Ja, du bist zu weit vorgegangen, Junge. Zu weit vorgegangen. Ich rapple mich seit Jahren immer wieder hoch. Ich habe also Übung. So, alles wieder heil. Na gut. Jetzt töte zwei Dämonen und ruf mich morgen früh an. Ach du Schande, ach du Schande jetzt. Dein Gesicht ist aber kein schöner Anblick gleich nach dem Aufwachen. Du bist aber mutig, Junge, Alter. Okay. Da ist wieder einer tot. Noch nicht ganz. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. Wir sind weiter oben. Hoch. Das wird doch nichts. Ah, das ist jetzt blöd. Eine neue Waffe. Komm her, das können wir gar nicht gebrauchen, die Ruckler. Hier geht's wieder hoch. Seht ihr ihre Augen? Und die leben alle auch wieder. Gefährlich. Das ist eine schwierige Stufe schon. Ich weiß, müssen wir mal zu unseren Kollegen. Dann ist wieder da hochgekommen. Ich kenne mich auf der Map natürlich noch nicht so aus. Gefällt mir gar nicht hier unten, weil die sind hier alleine. Hier geht's hoch. Wir müssen nämlich nach oben. Hör mal auf, hier zu ruckeln, du. Verdammt. Wir gehen hier kein Risiko ein. Wir müssen wieder zu unseren Kollegen. Ich bin vorhin leider mit ihm mitgelaufen. Das hätte ich mal lieber bleiben lassen sollen. Blöder Tiger hier auch noch. Da muss aufpassen. So, hier kommen wir wieder raus. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Na? Nee. Komm her. Oh, immer mehr. Nein, 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 nein. Ah. Ich war der einzige Überlebende. Fast noch den zweiten Platz bekommen. So schlecht waren wir nicht. Heieiei. Ja, man darf sich nicht zu weit von anderen Kollegen entfernen. Sonst wären wir auch noch weitergekommen. Na gut. Ich werde jetzt erstmal was essen. Und dann wird nachher weitergezockt. Ja. So. Geheime Soße. Und noch ein neues Sturmgewehr. Ja, Sturmgewehr. ICR-7. Da haben wir uns nicht schlecht geschlagen. Das würde ich jetzt natürlich nicht 3 Stunden am Stück spielen. Manche vielleicht schon, aber ich liebe die Abwechslung. Habe auch wieder eine neue Folge von Far Cry New Dawn für euch Let's Play, die lade ich auf dem Cloud Gaming Rechner hoch. Ja, gut. Mal raus hier. Ja, und in der nächsten Folge, jetzt haben wir erstmal genug Zombie gespielt, machen wir mal hier Bodenkrieg, also Blackout. Das werde ich mir auch gerne nochmal angucken. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja gut, meine lieben Freunde. Das war die neueste Folge von Zombies Call of Duty Black Ops 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich auf jeden Fall. Ja. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen.
und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.